Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Co-op The Binding of Isaac Afterbirth mit Dittl. Und die KB! Und mit deinem Curse of the Underworld, wie ich gerade sehe. Ja, Spaß. Es richtet im Co-op. Hey, benutze die Devil-Karte. Ja, stimmt. Nein, 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 nicht das. Wo kommen sie runter? Aha, ja. Was ist hier? Kollege, hab ich den Shrinkshot gehabt. Oh oh. Er schreckt mich nicht. Verdammt nochmal! Das waren nur Pixel. Natürlich sind das Pixel, sind alles nur Pixel, Schatz. Ich meine, die ich nicht ausgewichen bin. Komm schon. Das war eben wieder die dumme Fliege, stimmt's? Ja. Yay. Oh Mann, ich bin ein Black Mage. Wie viele verdammte Co-op-Babys gibt's nein. eigentlich? Da warten wir erstmal. Oh, verdammt. Und was, die Masken sind auch geschrumpft? Ja. Tammy's Head, genau. Richtig. Eben nicht, ich habe keine Energie verloren. Ja, aber ich. Wieso habe ich den kaputt gemacht? Na, benutzt du Bombe und Schlüssel? Na jo. So wie es bei uns läuft, sollten wir das. Ja, immerhin könnte der Quick jetzt Head drin sein. Ja! Oder endlich mal Zeit. Mal. Oh, da waren X-Felsen, die Strottel. Na egal. Oh, den habe ich auch nicht gesehen. Den holen wir. Nur eins? Ich bin enttäuscht. Ja. So, vorsichtig, ich will keinen Schlüssel verschwenden. Ja. Hui, toller Raum. Sag mal, der ist mit dem Strick hat eben aber nicht mehr so gestimmt. Ja. Ich hoffe, ich bleib noch eine Weile, der Black Mage, der gefällt mir. Ja, toll, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Energie ich habe, nachdem ich so viel Schaden durch dich gekriegt habe. Verdammt, ich bin nicht mehr der Black Cool Mage. Idee. Auf jeden Fall hast du noch Energie, denn ich bin noch da. Wie gesagt, wir hängen da zusammen drin. Wie wär's, wenn du einfach die Lavas-Karte benutzt? Stimmt. Wenn du dann Herzen einsammeln kannst, dann hast du Energie verloren. Genau, das machen wir jetzt. Okay, noch nicht. Also. Wie viele Herzcontainer hast du? 3, oder? Müsste ich, ja. Ach, komm schon! Wie ihr seht, kannst du dich auf einmal noch umbringen. Yay! Hey, jetzt haben wir sowieso ein paar Herzen. So, ich hol mir eins. Das wird irgendwie immer krasser, als was ich hier auftauche. Was ist denn hier explodiert eben? Die Fliege war nicht mehr in der Nähe. Crane, das habe ich doch auch noch und ich schieße auch auf die Gegner, da soll es nicht in der Nähe sein. Was, Crane? Das Crane! Das Bob's Brain! Könntest du mich vielleicht warnen? Sorry, Schatz, ich schieße! Ich schieße! Was soll ich da noch sagen? Da muss ich eigentlich gar nichts sagen, ich schieße! Was zum... Das war schon wieder das Bob's Brain, oder? Ich glaube, ich bleib jetzt weg. Kann ich überhaupt noch herkommen? Ich kann. Top. Wo bin ich auch da? Boah, ich hab eben mich ganz schön erschreckt. So. Och nein. Ich gehe weg, dann kriegst du es vielleicht besser hin. Du bist eigentlich recht schnell. Ich hasse das mit dem Totenkopf, weil ich mach den weg. Oder? Na super. Nein! Und durch. Oh oh. Will ich wirklich herkommen? Okay, jetzt habe ich auch noch einen X-Kopf. Immerhin sehen wir jede Menge verschiedene Co-Babys. Ist doch auch mal was. Achso, da unten ist noch ein geschrumpftes Herz. Ah, und die Maske war auch klein. Und hier ist ab. Oh, toll, ist auch verschwindet. Ja. Fühle ich mich lahm beim Schießen. Ha, geschrumpft. Ich kann ihn kaum noch sehen. Ach, da ist noch einer. Das nächste Mal lässt du Boss Brain bitte liegen. Wie oft bin ich davon jetzt schon umgebracht worden? Nee, Mann, ich hab jetzt. Doch, ich bin immer noch da. Was zum... Pill, unbekannt.
genau das Richtige. Ja. Ja, sowas. So. Wir sind gerade zu angespannt, um irgendwas zu reden. Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade wie der letzte Dreck der Erde, weil ich so versage. Ja. Hier gibt es ein paar schöne Pickups. Oder mal Zeit. Ach, verdammt. Immerhin, dieses Baby hat nicht so eine fürchterliche Tränenrate. Ui, so Poop. Lass ihn machen wenigstens einmal kaputt. Und dann kriegen wir immer zwei. Oh, yippie. Nimm das Seelenherz. Ne, nimm erst den Stevensheim, dann das Seelenherz und den ganzen Rest. Und dann kannst du noch ein bisschen was spenden. Oh, nice. The Hierophant. So, ich hab mir mal Seelenherzen geholt. Verdammt, ja. Schon. Schon kaputt. So, hier könnte theoretisch der Ding sein. Ein Jobhändler müsste damit auch erledigen. Okay. Nö. Diesmal nicht. Manchmal ist das Signodomi an wirklich sehr kritischen Stellen. Das hat ja ganz gut geklappt zur Abwechslung. So, jetzt probiere ich es noch hier und dann war's das. Ja, weil uns dann nämlich die Bomben ausgegangen sind. Ah. Ey, cool. Und wir haben wieder Bomben. Hm, nice. So, jetzt haben wir alles erforscht und gehen jetzt zum Boss. Bossilein. Wir sind in der Nekropolis. Es könnte ein paar Fiese geben. Ich denke jedenfalls, ich höre die Musik der Nekropolis und die Masken mit Herzen waren auch so ein Indikator. Yep. Das war knapp. Ha, gut reagiert. Ja, so richtig gut. Nein, warum? Warum ausgerechnet? Nein, auch nur die Champion-Version von dem. Ach, das ist gar nicht dein. Ich glaube, ich lasse dich bei dem allein. Ich hasse den wie die Pest. Du bist ohne mich besser dran. Och. Wenn wir es überhaupt schaffen. Aber wo kommt der jetzt her? Der hat Bomben gemacht und einen Schädel unten in die Luft gejagt. Deswegen ist er gekommen. Ja, komm mal dich mal kurz um ihn. Oh, also, da benutzt den Tammy's Head, jetzt hilft ein bisschen. Ja, hat einiges an Schaden gemacht. Oh. Hui, der hat mich ganz schön weggeschossen. Jesus Christ. Oh, wie überrascht, wir haben keinen Devil Room. Oder Angel Room. So. So, dann schauen wir uns mal das Chaos an, was wir jetzt hinterlassen haben, energietechnischer Natur. Ob ich überhaupt noch wiederkommen kann. Ach, mein Pimmel ist abgefallen, passiert mir auch jedes Mal. Was? Ja, würde ich mir aber Sorgen machen. Oh, das ist ja noch ziemlich viel. Dann kann ich kommen. Ich bin schon wieder der. Ja, was auch immer er sein soll. Ich meine, wir spielen inzwischen auch im Hard Mode. Das bin ich gerade nicht so gewohnt. Bada bing, bada boom. Wir machen alles kaputt. Yay. Ja. Im Hard Mode kriegt man nämlich unfairere Räume. Jetzt nicht die Big Beautiful Fly, stimmt's? Das war ein Gegner. Ja. Yeah. The Fool! Nimm sie mit, vielleicht kommst du in den Curse Room. Mal wieder ein Teufelsbettler. Naja, erstmal vorbei. So, was spielen wir? erstmal spielen wir nichts. Wir machen uns erstmal eine Übersicht über die ganze Gegend hier. Gut. Oh, ja. Ganz vergessen, dass die ja nicht. Ja, die Pillen kommst du nicht so einfach dran. Oh. Hier wird's gleich überall gebrimstoned. Brimstone. Jetzt habe ich da schon ein Wort gemacht. Oh, oh. So, das hat auch ganz gut geklappt. Yay. No Damage. Nimmst Tammy's Head öfter. Ja, dich vor. Diesmal hast du dich mal treffen lassen. Gerade nachdem, als ich beim Teasen war, werd ich wieder von einem dieser verdammten... Ja. Iro-Schnitt. Full Health. Dann kannst du mal einen Teufelsbettler benutzen. Oh, Steven, noch mehr Damage ab. So langsam wird's mal. So langsam wird's. Oh, toll. Ja, da musst du dich jetzt durchquetschen. Ja. Supi.
Das ist schon warm, deswegen. Ja, das ist schon warm. So. Nimm das Herz, ich habe nur noch ein halbes. Und die Teufelsmittel müssen wir uns merken. Jo. Aber warte, ich nehme trotzdem mal die Telepillen mit, weil wer weiß, wenn wir hier noch zum Raum kommen, wenn wir noch lange nicht alles erforscht. Ja. Ich wusste nicht, dass das einer der Champion ist, der zerplatzt, ja. Und dass der plötzlich kaputt geht. Und das eben war so pure Dummheit. Holst du das Herz für mich ein, bitte? Also, das war für mich. Oh Mann, das haben wir wieder geschrinkt. Hey, was passiert, wenn wir den Großen schwinken? Wird der normal groß? Zu spät. Verdammt. Wieso bin ich überhaupt noch hier? Jedes Mal, wenn es explodiert, erwarte ich schon dieses von dem Baby. Ich werde trotzdem weitermachen. Wie gesagt, wir sind da zusammen drin. Two of Gloves. Ich war benutzt. Wie habe ich das denn geschafft? Es hat explodiert, aber es war, du warst diesmal nicht in der Nähe. Und trotzdem hat es gemacht. Ich werde anscheinend sterben, schon nur wenn ich den Sound höre, weil ich den Gegner renne. Und eines Gegner explodiert. Hey, guck mal, ich bin selber ein Skelett. Ist noch welche? Wieder Tour of Clubs. Oh, wir haben irgendwo einen Raum geöffnet. Yep, da unten. Ich werde langsam paranoid, wenn es um Explosionen geht. Achtung! Was bin ich denn für ein Doom-Ding? Übrigens habe ich gemerkt, dass du bei Fatum auch nur einmal gefurzt hast. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Das sollte normalerweise sein, aber gut. Es ist wohl nicht so. Okay. Ja, und mit der Schatzraum. Dank! Das hat dazu gleich zwei extra Leben. Wo ist eigentlich hin, in den Cheol oder in die Kathedrale? So wie es gerade mit dir läuft. Keins von beiden. Wahrscheinlich kommen wir nicht mal an den Glyphs vorbei. Ah, jetzt mal lohnt sich sogar, oder? Nee, das lohnt sich nur gut, wenn du nur auf einem Herz bist. Okay, da habe ich mich vertan. Angst vor Explosionen. Zu Recht. Das war so klar, das war sowas von klar. Und oh, wow, ist das was explodiert und ich bin nicht gestorben. Yep. Der Dämon aus der Hülle zu sein scheint zu helfen. Viel Energie ist bei mir nicht mehr übrig. Na, kommst du uns bei das? Das ist aber so einfach immer fliegt. Das würde ich schon lassen wir sein. Wieso? Weil wir irgendwo eine Möglichkeit haben. Ach halt doch, wir haben Möglichkeiten. Ja, und der Full Health Pillar ist genau perfekt. Genau. Los, rück was raus. Eine schwarz-weiße Pille. So, wir können jetzt in den Bosstüren tun. Moment. Oh, verdammt, okay. Gut. Hast du versucht, ihn auszuglitschen, hm? Ja, ja, das funktioniert normalerweise auch. Okay, vielleicht haben wir es aber mit 8 etwas weggemacht. Ich habe keine Ahnung. Dann. Ich sehe mich zwar wieder sterben, aber was soll's. Benutzt die volle Health-Pille. Okay, okay, das ist ja eigentlich ganz schaffbar, denke ich. Okay, so niedlich. Eigentlich sollten wir sie ja nicht niedlich finden. Was zum... Achso, das war Gift-Effekt, oder? Ja. So, Monster 2 in klein. Ohne ihn geschwinkt zu haben. Ich würde gerne die geschwinkten Bosse sehen. Ich meine, Gertie Jr. gibt es da auch ein Mini. Wie die anderen wohl aussehen.
So hat der Demon ganz schön Satz gemacht. Diesmal habe ich sogar eine Krone dabei. Wohin, wohin? Ja, oh, toll, dass du hier gekommen. Hat doch ganz gut geklappt. Nichts, keine Belohnung. Oh. Zum Glück kann man den Lost nicht zu zweit spielen, ansonsten hätten wir ein Problem. So, dann geht's da, gehen wir trotzdem nochmal. In die Arcade oder was? Hier ein bisschen Blut spenden, dass was kommt. Und dann gehen wir in die Arcade. Wir müssen noch mal machen. Fight for Fight Poop. Das wollte ich doch gar nicht. Ja, aber du bist ganz plötzlich hingegangen und hast das mitgenommen. Warum? Ich bin dann eben hier vorbeigeschnellt. Endlich mal Schutzspeed ab, wenigstens. So. Boink. Ah, und? Darf ich auch? Solange wir jetzt sagen, derjenige, der spielt, Glück hat, nicht. Na gut. Ha! Ui! Cool! Das musst du jetzt mitnehmen. Ich weiß. Nur Herzen. So, das Ding. Okay. Hast kein Glück mehr. Dieses dumme Bob's Brain. Ja, ja. So, dann fehlt ich noch ein bisschen an der Maschine. Vielleicht kriegen wir sie ja alle kaputt. Mist, ich hab Tränen in den Augen. Oh, noch mehr Herzen. Du kannst noch mehr Münzen holen. Ah, noch eins. Wir sind ein gutes Team gerade. Guck, da ist noch was. Wow. Hey, jetzt habe ich aber gerade Glück hier. Na komm schon. Oh, was mache ich da? Na egal. Das gibt's doch nicht. Hey, war dir doch so viel Glück. Lass mich auch mal. Gut, vielleicht hast du jetzt mehr Glück. Okay, das war's. Oder auch nicht. Okay. Du kannst ruhig alle Münzen einwerfen, es gibt keine Schubs mehr. Ah, stimmt, da war ja was. Wir haben jede Menge Bomben, das heißt, wir könnten den Rest in die Luft jagen. So, vielleicht noch ein paar Münzen rausholen. Du machst jetzt hier das Ding. Wahrscheinlich. Mein Glück scheint mich verlassen zu haben. Das war schon vor langer, langer Zeit. Ach ja, als du mich kennengelernt hast, ne? Nee, eigentlich mit meiner Geburt. Und das war's. Hey! So, und zack, und boom. Was zum Besieg? Da können Dings rauskommen? Okay, nee. Das nee, nimm lieber die Party-Cappies. Hey! Ach, und da können wir jetzt noch einmal die anderen... Eternal Heart mit. Ja, hatte ich vor, Moment, aber zuerst machen wir noch was anderes. Achso, da gab es ja noch einen Blutpunkt. Richtig. So. Die kam schön raus, die Münze. Richtig schön in dich rein. So. Jetzt ist Eternal Heart. Achso, du willst in die Luft jagen. Jetzt muss ich mir echt merken, wie du da machst, wie du das machst mit den Bomben schieben. Ich hab richtig Fußball spielen mit Bomben. Mhm. Also warte, ich habe so viele Bomben, da hole ich mir auch die Pillen da. Ich weiß nicht gar nicht, was die machen. Werden die jetzt nach unten überhaupt geschoben? Ja! Hey, super! Auch. Nee. Die hatten wir bereits. Aber die da, Gita ist, glaube ich, was Gutes. Ich glaube, ein Speed-Up sogar. Hey, super. Oh, noch unbekannt. Bombsaki. Oh, umso besser. Aber eigentlich sind Bomben ab diesem Zeitpunkt im Spiel wertvoller als Schlüssel. Ja, wie auch immer. So, gut, wir haben das blaue Herz. Das behalte ich auch, weil ich das hier jetzt sammle. Jo. Dann gehen wir mal weiter. Und immer weiter, stimmt's? Ja. Achso, stimmt's. Ja, und dem sagen, was wartest du denn? Ah, warte, ich mache hier mal ein, zwei Bomben. Moment, ich werde mich mal in Sicherheit bringen. Erstmal warte ich aber hier, falls da eine Dings drin ist. Ja, raus. Ich bin mich wieder in Sicherheit. Und hier auch noch eine. Oh, hier hinten sollte ich sicher sein. Mhm. Und? Tour of Arts. Nee. Über die Telepill, echt? Okay, so. Dann sind wir jetzt soweit. Auf geht's. Geht
die Telepille eigentlich nutzen können. Ich bin dann ja ab und zu den Everwoom. Ja, Mann, blaue Mom, süßeste Mom. Ich wundere es ja, dass es keine Weebus-Variante der Champion-Mom gibt. Ich meine, das ist die damalige Best of the Lamp-Variante aus dem originalen Isaac. Ach, da ist ja noch ein winziger Gegner. Danke, dass du jetzt die Spinne da ausgespuckt hast, während ich mich um den winzigen Gegner gekümmert habe, Mom. Ja, der Bob's Rain ist wieder da, ich habe Angst. Ich versuche das bei der immer gezielt zu machen. Ja, dann. Irgendwie halte ich hier gerade durch. Ja, und das ist ziemlich gut. Oh, was? Wir haben sogar das geschafft? Wahnsinn. Ach, wir haben das Portal heute noch gar nicht freigeschaltet. Na dann, so. Gabby's Collar und Sister Maggie, beides nicht übel. Ach, dieser Run ist irgendwie so chaotisch, wir holen uns einfach rein. Beides. Gut. Vergiss nicht, die Truhe zu öffnen. Zubi. Ja. So, auf geht's. Sieht immer so komisch aus, wenn dieser Eingang zum Wumms so klein ist. Unsere Katze sieht aus, als fällt sie jeden Moment von der Fensterbank. Das macht sie doch immer. Einmal ist sie, glaube ich, von der Fensterbank gefallen. Ja. Hat sie dumm geguckt. Dann hat schon wieder ein Cursor so los. Tja. Wenigstens spiele ich mit dir zusammen. Hey, der Gegner ist schon klein. Kann ich den noch kleiner machen? Jetzt bin ich ein Schwert. Ich bin ein verdammtes Schwert. Achtung, da ist ein X-Felsen. Ja, ich sehe ihn. Wir haben so viele extra Leben hier. Wo bin ich denn? Achso, ich bin das Schwert. Wie oft ist das schon mitgekriegt, dass du schon wert bist? Wieso mache ich eigentlich noch irgendwas? Du bist eigentlich nur da, um in jedem Raum Schaden zu bekommen. Um in jedem Raum zu sterben, ja gesagt. Wie sieht aus? Vor allem, guck mal. Ich schieße auf den Gegner von hier unten und du gehst nach oben und das ganz knapp neben ihn. Was erwartest du, was passiert, wenn plötzlich Brains Bob auftaucht? Das ist halt einfach mein Spielstil. Brains Bob? Ich hab wirklich Brains Bob gesagt. Okay. Brains Bob. Brains Bob. Brains Bob. Brains Bob. Party Time. Excellent. Wo hast du das denn her? Das war Wayne's World Anspielung für diejenigen, die es noch kennen. Also ich kenn's nicht. Ja. Gut, ich versuche jetzt möglichst weit weg von dir zu bleiben und von den Gegnern. Ja. Und allgemein von der Action. Oh Mann, die Schnur war immer noch riesig. Vergiss nicht, Tammy's Head zu benutzen. Ach ja, den haben wir auch noch. Oh, das sind ja die großen. Die Knochenhände. Übrigens waren wir vorhin nicht wieder in einem dieser Räume. Genau das, ich nenne die immer die Periodenräume. Okay. Ja, hör mal, eigentlich ist hier alles nicht voller Blut und wir sind immerhin in der Gebärmutter einer Frau. Hm? Ja, genau, eine Gebärmutter einer Frau. So riesig. Es heißt so Wump. Ich weiß, natürlich. Sieht irgendwie komisch aus, die kleinen Death-Heads da. Das schon wieder Tammy's Head nicht benutzt. Ja. Ich hab einen goldenen Schlüssel. Wir haben einen goldenen Schlüssel, wir können alles aufmachen. Ich ist es auch der Challenge Room auf. Lass ihn uns machen, danach den Part beenden. Okay, na dann. Außerdem lohnt er sich. Dead Cat! Ja, auf jeden Fall, aber zuerst machen wir hier mal. Ja. Klar, Schiff, bevor wir die einsammeln. Wenn wir noch Guppy werden, könnten wir nämlich hier wirklich noch was reißen. Ja, da fehlt nur noch ein Guppy-Item. Ja. Wer weiß, ob es nicht in einer dieser Truhen steckt. Achtung, Bob's Brain. Jawohl. Ansonsten kannst du auch versuchen, Chubb mit Bomben zu füttern. Ah, das siehst du da. Du bist jetzt nicht, wo er auftaucht. Und auch nicht, welcher Gegner es ist. Sollte mir nicht hier in die Ecke. Train habe ich gerade schon benutzt, also keine Angst. Gut. Wir haben es geschafft. Yay. So, und jetzt haben wir das hier erstmal ein. Jetzt haben wir jede Menge extra Leben. So. Paperclip. Paperclip, das finde ich viel besser als alles andere. Da brauchen wir eigentlich gar keine Schlüssel mehr. Eigentlich nur für Truhen gilt es. Oh nein, den Curse of the Tower. Nein, du hast es eingesammelt. Beenden wir den Part. Ja.
Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken mehr Spielen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis.